eigentlich vereinbart, dass Sie das bis heute geübt haben sollten? Das habe ich auch. Haben Sie nicht? Auf jeden Fall habe ich an Sie gedacht. Das reicht aber nicht. Sie sind schön. Es ist schwer, sie nicht anzuschauen. Guten Tag, Frau Gransee. Guten Tag. Was ist, Mutter? Es ist nichts. Es war auf einmal so still. Ich will Sie überreden, diese Stelle wirklich zu üben. Schon überredet. Was machen Sie mit mir? Wenn ich in 5 Minuten nicht zurück bin, dann gehen Sie einfach und wir setzen die Stunde morgen fort, ja? Ja. Ja. Jetzt gucken Sie nicht so. Ich verstehe das Ganze gar nicht. Ich wollte mich nur von dir verabschieden. Bitte, tu doch nicht so cool. Was für eine Sprache du mittlerweile sprichst. Fährt sie mit dir nach Südamerika? Hör bitte auf damit. Komm. Lass uns zu dir fahren. Oh mein Gott, Dorothea. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch bei mir sollen. Sie ist schon vorausgeflogen, wenn dir das was hilft. Wir werden reden. Es gibt nichts mehr zu reden. Ich werde reden. Ich werde um mein Leben reden, um diese 15 Jahre mit dir, diese wunderbare Zeit. Um meine Liebe.
Das war wunderschön eben. Finden Sie? Danke. Auf Wiedersehen. Es war fantastisch. Das ist der Mann meiner Tochter. Ich weiß. Man kann ihn nicht verwechseln. Manchmal glaube ich, es gibt gar kein Leben ohne diese großen Verletzungen in der Liebe. Nein, das glaube ich nicht. Warten Sie es ab. Ich bin nicht klug geworden. Auch nicht weise. Nur einsam. Was schreibst du da? Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass das Essen fertig ist. Warum hast du dich umgezogen? Ich ziehe mich zum Essen immer um. Nein, nicht immer. Was ist? Hast du etwas mit diesem Jungen? Bist du noch zu retten? Er liebt dich. Wieso fragst du nicht nach meinem Mann? Sprichst du nicht mal mit mir? Da gibt es nichts zu fragen. Und was hast du geschrieben? Einen Brief. Ja, danke schön. Tschüss. Also, der Tod ist Professor Bernhard Wulko, Doktor hat er auch. Hat er einen Lehrauftrag an der hiesigen Uni, lebt hauptsächlich von Vorträgen, Expertise und Katalogen, hat jetzt angenommen einen Lehrauftrag in Buenos Aires, 52 Jahre ist er alt geworden. Woher weißt du das alles? Da hinten liegt ein aufgeschlagenes Magazin mit einem Artikel über ihn. Von seiner Frau hat er sich vor 2 Jahren getrennt. Doktor, nicht weglaufen. Aber Leo, ich will doch noch gar nicht. Also, das ist noch nicht lange her, vielleicht 3 Stunden. Aha. Sag mal, kanntest du den nicht? Nee. Der war mal in einen Riesenskandal verwickelt in Zürich. Und zwar hat er Fälschungen per Expertise als Originale ausgegeben. Der muss einen Haufen Geld dafür bekommen haben. Aber das ist nie gefunden worden. Und jetzt ist er tot. Ja. Durch 2 Schüsse in den Rücken. Okay, Leo, ich muss weiter. Servus. Den Bericht kriegst du morgen auf den Tisch. Ja, nun sag doch mal was. Er wollte fliehen. Beide Schüsse sind von hinten eingedrungen. Beide stecken noch. Ja, der wollte über die Terrasse fliehen. Da lag die Waffe. Eine Walther 765. Der muss den Mörder gekannt haben. Er hat ihn ja wohl reingelassen. Wieso? Aber wieso steht da nur ein Glas? Guck da mal in die Küche.
Ich hab's. Das Glas ist abgewaschen. Da werden wir nichts drauf finden. Du kannst davon ausgehen, dass wir auf der Waffe keine Spuren finden werden. Warum hat er die Waffe nicht mitgenommen? Warum sollte er? Sie wird dem Toten gehören. Hat die Nachbarin die Schüsse gehört? Hat sie nicht. Das ist ja alles wieder wunderbar. Patronenhülsen habt ihr gefunden? Ja. Wo bist du hin, Leo? Nur wo wäre ich hin wollen? Dann brauchst du die Adresse seiner Frau. Haben wir von der Nachbarin. Kann ruhig jemand mitkommen von euch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Sie von mir wollen. Ist das wegen meiner Mutter? Nein. Frau Wulko, ich habe leider keine gute Nachricht für Sie. Ich muss Sie über den Tod Ihres Mannes informieren. Ja, mein Beileid. Aber... Können wir uns vielleicht irgendwo hinsetzen? Ich muss Ihnen da etwas erklären. Aber ich... Ich war noch mit meinem Mann zusammen. Heute Mittag. Ich kann... Ihr Mann ist ermordet worden. Erschossen mit einer Pistole. Kommen Sie bitte. Mein Gott, ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir leben getrennt. Warum bringt nur jemand meinen Mann um? Ja, Frau Wulko, da sind wir jetzt noch auf Ihre Hilfe angewiesen. Wie soll ich Ihnen helfen? Ich weiß nichts über sein Leben. Kaum noch etwas. Sie waren doch heute Mittag mit ihm zusammen. Ja. Er hat mich abgeholt. Er war dabei, nach Südamerika zu gehen, und wir wollten noch einmal miteinander reden. Ich bin in seinem Wagen mitgefahren, zu ihm. Unterwegs haben wir einen solchen Streit bekommen, dass ich... Ich bin einfach ausgestiegen, mitten in der Stadt. Das war so gegen 12, wenn Ihnen das was hilft. Haben Sie eigentlich Kinder? Ich war Konzertpianistin. Irgendwie ging das nie. Und wovon leben Sie heute? Ich gebe Unterricht. Dass mein Mann sich von mir getrennt hat, hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Das war vor 2 Jahren. Frau Wulko, lieben Sie einen Mann noch? Ja. Ach ja, was war das vorhin mit Ihrer Frau Mutter? Frau Wulko, mit Ihrer Mutter? Nein, ja, nach dem Abendessen hat sie gesagt, ich gehe noch mal kurz raus, und dann... Sie ist bis jetzt nicht zurück.
Also, wenn sie bis morgen früh nicht da ist, sollten Sie zu uns kommen. Was passiert da mit mir? Was ist da los? Nein, nein, lassen Sie mich jetzt allein. Sie können mich jederzeit anrufen. Wir sehen uns morgen. Ja, hier ist noch mal Kress. Entschuldigung, ich habe was vergessen. Hat Ihr Mann eine Waffe gehabt, eine Pistole? Mein Mann? Ja. Verzeihen Sie, ich bin ganz durcheinander. Ja, ja, er hatte eine Pistole. Die lag irgendwo in der Garderobe rum. Macht nichts. Wiederhören. Ja, Kress. Ihr könnt inzwischen den Halter ermitteln von einem Mini Cooper, schwarz, Kennzeichen München, Ida Emil 7452. Nein, gleich. Ende. Könnt ihr noch ein bisschen Milch haben, Werner, bitte? Ach, klar. Was ist denn los? Wie kommst du auf den schwarzen Mini Cooper? Leo war beim Hellseher. Und? Wo wart ihr? Gegenüber vom Haus des Toten. Am Kiosk. Da stand der schwarze Mini Cooper. Ziemlich lange, sagte der Mann am Kiosk. Eine Stunde, bevor der Streifenwagen kam. Und vorhin stand er vor dem Haus von Frau Vulko, der Mini Cooper. Der Halter ist Jörg von Petkus, Student, Pinzenauer Straße 25. Naja, dann holt ihn mal. Vielleicht solltest du noch was wissen. Bernhard Vulko hat damals in Zürich wegen dieser Bildersache in Untersuchungshaft gesessen. Mangels Beweisen ist er nicht verurteilt worden. Wenn du willst, können wir das ja weiterverfolgen. Ja, wir finden das nicht uninteressant. Die Geschichte. Jetzt sag doch mal was. Also, für mich ist das eine Liebesgeschichte mit Totschlag. Wo willst du denn das wissen? War doch beim Hellseher. Oh. Und sonst, Werner? Die Waffe ist nicht registriert, Leo. Die gehört mit Sicherheit dem Toten, du hattest recht. Na? Nicht einverstanden? Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Ich finde, du hast dich da ein bisschen schnell festgelegt. Ich habe mich überhaupt nicht festgelegt. Frau Vulko? Ja? Ja, hier ist Kress. Entschuldigung, ich habe angenommen, dass Sie noch nicht schlafen. Ja.
Sagt Ihnen der Name Jörg von Petkus etwas? Ja, das ist ein Schüler von mir. Hören Sie, da draußen steht ein Wagen vor meinem Haus. Ein farbiger und ein anderer sind eben ausgestiegen. Mir macht das Angst. Das muss Sie nicht beunruhigen. Das sind meine Mitarbeiter. Und was wollen die? Das kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. Ist Ihre Mutter inzwischen da? Nein. Ich werde noch verrückt. Sollen wir zu Ihnen kommen? Nein. Ich weiß bis heute nicht, warum manche Menschen einen derartigen Hang zur Selbstzerstörung haben. Der Vogel ist ausgeflogen. Ihr habt ja Angst gemacht. Wem haben wir Angst gemacht? Frau Wulko, von Petkus ist übrigens Ihr Schüler. Also, morgen früh alle in der Villa. Ich muss morgen früh ins Labor. Nein, du kommst auch bitte. Licht aus, Tür zu. Meine Mutter war eine berühmte Pianistin. Sie war wirklich berühmt. Ich bin in großer Sorge um sie. Sie ist immer noch nicht da. Die Krankenhäuser haben wir alle abgefragt. Mein Gott, wenn nur nichts passiert ist. Haben Sie keinen Schlüssel für den Sekretär? Nein. Mutter hat gestern den einzigen eingesteckt. Darf mein Kollege ihn aufmachen? Bitte. Aber machen Sie nichts kaputt, bitte. Natürlich. Könnte es sein, dass wir in der Wohnung Ihres Mannes Spuren von Ihnen finden? Viele. Ich war ein paar Mal bei ihm, bevor seine Freundin zu ihm gezogen ist. Und die Freundin, wo ist sie jetzt? Sie wartet auf ihn in Südamerika. Sagen Sie, Jörg von Petkus, wer ist das? Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich habe vergessen, ihm abzusagen. Er wird gleich hier sein. Ja, nein, lassen Sie ruhig. Er soll ruhig kommen. Wir würden gerne mit ihm reden. Was wollen Sie mit ihm reden? Was ist das für ein Mensch? Er ist alles. Er ist introvertiert, extrovertiert. Irgendetwas brennt in ihm. Er lebt allein. Ihr solltet vielleicht draußen auf ihn warten, wenn er kommt. Das ist kein Abschiedsbrief, ja? Ich habe einen Menschen gefunden, der deinem Leiden ein Ende machen wird. Er wird deinen Mann töten. Das war das Letzte, was ich für dich tun konnte. Ich gehe nach viel Glanz und Licht im Leben still und leise davon. Lebe wohl, ich umarme dich, deine Mutter. Sind Sie Jörg von Petkus? Das von können Sie weglassen. Wir müssen mit Ihnen sprechen. Worüber? Kriminalpolizei. Bitte begleiten Sie uns aufs Präsidium. Das geht jetzt nicht. Ich habe Unterricht. Der fällt heute aus. Wir haben das schon besprochen. Bitte.
geht es um den Tod von Professor Vulko. Ah, Sie wissen das? Ich habe es aus den Nachrichten. Und da kommen Sie einfach hierher? Das müssen Sie uns erklären. Da gibt's nicht viel zu erklären. Das sehen wir aber nicht so. Die beiden leben seit Jahren getrennt. Woher wollen Sie wissen, was der Tod Ihres Mannes, Frau Vulko, bedeutet? Sagen wir es mal so. Ich bin, was das Leben anbetrifft, ein Voyeur. Ich bin süchtig auf Erfahrungen. Und was für Erfahrungen haben Sie gemacht, als Sie gestern mit Ihrem Wagen vor dem Haus des Mannes von Frau Vulko waren? Gar keine. Was wollten Sie da? Vielleicht bin ich eifersüchtig. Was sind Sie? Frau Vulko ist eine wunderschöne Frau. Ich habe da schon öfter gestanden. Und gestern? Wie lange waren Sie gestern da? Vielleicht eine Stunde. Haben Sie Frau Vulko aus dem Haus rein oder rausgehen sehen? Frau Vulko? Nein. Und anschließend standen Sie mit Ihrem Wagen vor der Villa von Frau Vulko. Menschen sind manchmal ein Rätsel, Herr Kommissar. Haben Sie ein Verhältnis mit Frau Vulko? Ich? Nein. Hier ist eine Frau, die möchte Sie in der Mordsache von gestern sprechen. Was stellen Sie sich denn so vor? Dass ich Professor Vulko umgebracht habe? Wir stellen uns gar nichts vor. Wir sind einfach nur neugierig. Genau wie Sie. Aber ausschließen können Sie es nicht. Können Sie sich das überhaupt vorstellen? Ihre Mutter beauftragt einen Mörder. Fragen Sie mich nicht so was. Meine Mutter ist ein grundgütiger Mensch, voller Fantasie und Romantik. Sie können sich auch nicht vorstellen, dass sie jetzt hier liegt? Nein. Dass sie sich das Leben genommen hat? Nein, ich will mir das nicht vorstellen. Ich will nicht. Tut mir leid, Frau Vulko, es muss sein. Entschuldigung. Ja, Kreis hier. Wann? Ja. Nein, wie? Gut, wir sehen uns später bei mir. Kommen Sie bitte. Woran ist die Frau gestorben? Gift. Sie hat sich vergiftet. Danke. Kommen Sie. Es ist furchtbar da drin. Tja, für mich ist der Tod nur schrecklich, wenn er auf gewaltsame Weise herbeigeführt wurde. Was haben Sie? Ihre Mutter hat vor 4 Tagen 40.000 Mark in bar von ihrem Konto abgehoben. Das war der Anruf vorhin. Wo soll Mutter so jemanden kennenlernen, der jemanden anderen umbringt? Und Sie waren gestern nicht in der Wohnung von Ihrem Mann? Frau Vulko. Nein, Herr Kress, ich war nicht.
Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen zu klopfen. Sie sind alle nebenan. Sie da allein lassen? Für einen Moment, ja. Was hast du denn noch alles gefunden? In dem Sekretär waren jede Menge Briefe und Fotos. Tja, werdet ihr vielleicht alles noch auswerten müssen, nicht? Hier ist gut, Leo. Kollege Riedmann. Schon gut, ich mach das schon. Und wonach soll ich suchen? Meint ihr, der Mörder ist auf einem der Fotos? Jetzt bleib doch mal hier. Hol Frau Wulko rein, dann weißt du gleich, worum es geht. Moment, noch was. Die 40.000 von Ihrer Mutter, war das das ganze Guthaben? Nein, auf dem Konto sind noch 60.000. Frau Wulko, kommen Sie bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Frau Wulko, Sie sind gestern gesehen worden, wie Sie mit Ihrem Mann zusammen seine Wohnung betreten haben. Ich? Ja, Sie. Das kann gar nicht sein. Stellen Sie mich den Leuten gegenüber, die das behaupten. Das wird in dem Fall nicht gehen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Wenn das nicht stimmt, dann müssen Sie uns sagen, wo Sie gestern Mittag gewesen sind. Das kann ich nicht. Heißt das, dass Sie das nicht sagen wollen, Frau Wulko? Ich kann das nicht. Ich möchte jetzt gehen. Hat Sie niemand gesehen? Frau Wulko, spätestens morgen möchte ich von Ihnen wissen, wo Sie wann waren. Wir bringen Sie nach Hause. Nein, ich möchte das nicht. Runterbringen muss ich Sie. Das geht hier nicht anders. Nun sag doch mal, wieso fällt der Nachbarin von Bernhard Wulko das jetzt erst ein? Weil sie im Zusammenhang mit seinem Tode keine Bedeutung darin gesehen hat. Warum nicht? Verstehe ich alles nicht. Ja, weil die Frau immer da war. Das heißt, die Frau war immer dann da, wenn die Freundin nicht da war. Die haben auch noch zusammen geschlafen. Da ist sie sich sicher, die Nachbarin. Soll ich jetzt noch weitersuchen in den Sachen von der Frau Bransee? Na klar, ist doch noch nicht zu Ende. Werner, die waschen keine Gläser aus. Wer? Profis. Lassen die Gläser verschwinden, lassen wir mitgehen. Was hat er denn? Wer ist da? Dorothea Wulko. Wollen Sie etwas trinken? Nein, nein. Sie sehen, ich bin völlig durcheinander. Meine Mutter ist verschwunden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist passiert? Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte, nehmen Sie Platz. Das ist mein Flügel. Bitte schön. Die Polizei verdächtigt mich, meinen Mann getötet zu haben. Und deswegen bin ich hier und ich brauche hier jemanden, der mir ein Alibi bestätigt, dass ich gestern von 11:30 bis 12:30 mit ihm zusammen war. Könnten Sie das für mich tun? Waren wir nicht gestern zusammen?
Bei mir? Dann werden Sie fragen, was wir gemacht haben. Ja, dann werden wir Ihnen sagen, dass wir zusammen geschlafen haben. Sie können auch Nein sagen. Bleiben Sie. Sie sind die schönste Frau, die ich kenne. Ich liebe Sie über alles. Sie wollen gar nicht wissen, ob ich meinen Mann getötet habe? Nein. Was haben Sie denn sonst gemacht? Ich habe mit ihm geschlafen. Pension am Kaiserplatz? Ein Moment, ich schaue nach. Was ist denn hier los? Gehen Sie bitte wieder in Ihr Zimmer. Gut. Würden Sie uns bitte alleine lassen. Danke. Anna, was suchst du denn eigentlich? Weiß ich noch nicht. Was ist denn das für eine Antwort? Jetzt hör auf damit, bitte. Tja, Whisky und Schlaftabletten in der Menge? Absolut tödlich. Das Ganze muss so vor... Also mindestens 12 Stunden passiert. Genaueres kann ich noch nicht sagen. Diesmal geht ihr zu Frau Vulko. Moment noch. Je nachdem, in welcher Verfassung sie ist, entscheidet ihr, ob er es ihr gleich sagt oder erst morgen. Es ist nicht besser, wenn du das machst, Leo. Nein. Sie war mal eine berühmte Pianistin. Ich weiß. Guten Abend. Wir haben auf Sie gewartet. Wir würden gerne wissen, wo Sie waren. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen? Wir wollen mit Ihnen reden. Morgen früh um 9 im Präsidium. Und deswegen kommen Sie hierher? Deswegen kommen wir hierher. Guten Abend. Ja, wer ist da? Ich bin's. Nicht, dass Sie denken, dass unsere Geschichte schon zu Ende ist. Sie fängt überhaupt erst an. Dorothea. Gute Nacht. Sind Sie noch dran? Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. Thank you.
Zimmer links. Frau Gramsi kam so einmal im Monat hierher mit einem älteren Herrn. Sie kam immer mittags. Nicht, was Sie denken. Ich denke gar nicht. Er brachte immer eine Stereoanlage mit, so eine kleine. Und dann haben Sie auf dem Zimmer Klavierkonzerte gehört. Ah ja. Früher war er 20 Jahre lang Ihr Chauffeur. Ja, was soll ich noch sagen? Sie hat ihn mir mal auf Fotos gezeigt. Das ist mein Fanclub, hat sie gesagt und gelacht. Wissen Sie zufällig noch seinen Namen? Nein. Ihre Tochter hasst ihn, hat sie mir mal erzählt. Ja, Frau Barberti, danke. Gestern kam Frau Gramsi nachts. Ich habe mir nichts dabei gedacht, natürlich nicht. Was sollte ich mir denken? Nochmals vielen Dank. Erlauben Sie. Bitte. Ich bin der, den Sie noch nicht kennen, Hauptkommissar Kress. Herr von Petkus. Das von können Sie weglassen. Ich weiß. Sie sind uns unheimlich, weil an bestimmten Punkten dieser Geschichte treffen wir immer wieder auf Sie. Ist das Frau Gramsi? Ja. Sie hat sich umgebracht. Welcher Zufall hat sie denn diesmal hierher geführt? Und jetzt glauben wir nämlich nicht mehr an Zufälle. Es war kein Zufall. Frau Gramsi hat mich heute Morgen angerufen. Was wollte sie? Ich sollte ihr meine Stereoanlage in die Pension bringen. Und ihre Klavierkonzerte. Ich weiß nicht, was sie damit wollte. Und? Haben Sie ihr die Anlage gebracht? Nein, leider. Es war dann so viel los. Schreiben Sie mir doch bitte Ihre Adresse auf. Ich komme dann morgen früh zu Ihnen. Ginzenauer 25. Meine Fingerabdrücke hätten Sie auch einfacher haben können. Bitte schön. Dann kann ich Sie auch gleich fragen, wo Sie gestern waren, bevor Sie mit Ihrem Wagen bei diesem Kiosk aufgetaucht sind. Ich war mit Frau Wulko zusammen, bei mir. Bei Ihnen? Ja. Wir haben zusammen geschlafen, wenn Sie es genau wissen wollen. Meinen Kollegen haben Sie erzählt, Sie hätten kein Verhältnis mit Frau Wulko. Das musste ja nicht stimmen. Waren Sie jemals in der Wohnung von Bernhard Wulko? Wie komme ich dazu? Wir werden Frau Wulko erst morgen vom Tod ihrer Mutter verständigen. Schönen Abend noch. Oh. Euch habe ich ja nun überhaupt nicht mehr gerechnet. Wir hatten eben so ein Gefühl. Damit habt ihr vielleicht gar nicht so Unrecht gehabt. Ich habe mir den Obduktionsbericht geholt. Moment noch. Das ist aber wichtig. Ist ja gut, Rüdenmann. Tür zu. Frau Wulko und Jörg von Petkus waren in der Zeit, um die es geht, zusammen im Bett. In der Wohnung von Petkus. Moment mal. Wer bitte hat Wulko dann getötet? Hier in dem Bericht steht, dass Wulko kurz vor seinem Tod Geschlechtsverkehr hatte. Das ist eine gute Frage. Wer hat ihn getötet? Hier. Die Fingerspuren, die nicht von mir sind, stammen von Petkus. Wozu soll das gut sein, Leo? Weiß ich doch noch nicht. So, und jetzt fahren wir zu Frau Wulko. Leo, es ist sehr spät. Ich muss ihr Gesicht sehen. Ich will sehen, ob sie lügt. Thank you.
Wer ist da? Wir sind es wieder. Kress. Lassen Sie uns bitte rein. Bitte. Danke. Entschuldigung, wir wissen, dass es sehr spät ist. Es ist wegen meiner Mutter. Ja, wir haben sie gefunden. Sie ist tot, ja? Wir haben sie im Zimmer in der Pension gefunden. Sie hat sich umgebracht mit Schlaftabletten. Wir würden Ihnen gerne unser Beileid ausdrücken, Frau Bulko. Ich habe es geahnt. In Ihrem Bart fehlten alle Tabletten. Wir müssen Sie bitten, Ihre Mutter zu identifizieren. Morgen früh in der Rechtsmedizin. Nein, nein, ich gehe da nicht mehr hin. Können Sie uns den Namen des Fahrers Ihrer Mutter sagen? Bogdan Petrov. Warum fragen Sie, was soll das? Das erklären wir Ihnen morgen. Frau Bulko, ich möchte noch von Ihnen wissen, wo Sie sich gestern Mittag aufgehalten haben. Ja. Und? Wo war das? Ich war mit Herrn von Petkus zusammen. Heißt das, Sie waren bei ihm? Ja. Wir haben miteinander geschlafen. Und warum sagen Sie mir das erst jetzt? Denken Sie, die Antwort ist mir leicht gefallen? Kommen Sie bitte morgen früh um 8 Uhr in die Rechtsmedizin. Gute Nacht. Glaub ihr kein Wort. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, Leo. Ja, an irgendwas müssen wir uns halten. Kannst du dir nicht vorstellen, dass die beiden was miteinander haben? Das ist es nicht. Vorstellen kann ich mir alles. Henry, was war das eben mit dem Fahrer, mit dem Namen? Na, ich denke, wir suchen einen jemanden, dem Frau Granse 40.000 D-Mark gegeben hat, um ihren Schwiegersohn umzubringen. Oder ist das falsch? Nein, nein, das ist nicht falsch. Also sehr weit sind wir nicht, das muss ich leider sagen. Ja, Johnson, hallo. Nein, ich will es versuchen. Ende. Redmann will, dass wir noch mal ins Büro kommen. Für seine Verhältnisse klingt er ziemlich aufgeregt. Sie hier. Gehen Sie. Nein. Warum dort her? Warum soll ich gehen? Wie sind Sie herangekommen? Ich habe die Schlüssel vom Wintergarten. Das haben Sie vergessen. Ich habe ein paar Sachen von mir mitgebracht. Wenn wir beide hier leben, wird uns die Polizei alles glauben. Alles, was wir wollen. Ich will, dass Sie sofort gehen. Haben Sie nicht verstanden? Ich dachte, dass Sie mich auch lieben. Nein. Sie haben der Polizei gesagt, dass Sie mit mir geschlafen haben. Leo? Ja? Du hattest recht. Womit hatte ich recht? Die Gläser. Was denn für Gläser? Er hat das falsche Glas abgewaschen. Wer? Petkus. Er hat in der Aufregung das falsche Glas abgewaschen. Er ist der Täter. Los.
Sie können mich nicht wegschicken. Es ist zu spät. Niemand kann so viel Liebe haben für Sie wie ich. Niemand. Sehen Sie mich an. Mit zwei Dingen werden Sie von jetzt an leben müssen. Das eine davon sind Sie, ja? Ja. Weil Sie nie wieder von Ihrer Aussage runter können. Ich habe meinen Mann nicht getötet. Niemand wird Ihnen das glauben. Ich habe ein letztes Mal mit ihm geschlafen. Grund genug, ihn zu töten. Ich wäre ihm nach Südamerika nachgefahren. Das hat Ihre Mutter gewusst. Dass das nie aufhören würde. Ich habe ihn getötet. Ich. Das ist das andere, womit Sie leben müssen. Und keiner wird es erfahren. Nur wir beide. Wir wissen es. Warum haben Sie das gemacht? Ihre Mutter hat es ganz richtig gesagt. Um ihrem Leiden ein Ende zu machen. Ich habe es für Sie getan. Ich hätte es auch ohne die 40.000 gemacht, die mir Ihre Mutter gegeben hat. Ich habe das Geld wieder mitgebracht. Das machst du nicht, Dorothea. Ich liebe dich. Das wirst du dich nicht trauen. Licht ist an. Lassen Sie uns bitte rein. Ist Herr von Petkus bei Ihnen? Ja, kommen Sie. Frau Wulko, Sie sind vorläufig festgenommen. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, Herrn von Petkus getötet zu haben. Er hat meinen Mann getötet. Ich weiß. Leider haben wir es zu spät entdeckt.